Platz. Es ist, ist unglaublich. Wie gesagt, bin ich gar nicht gewohnt. Ich meine. So, Kupfer, wir haben doch gerade was gekriegt, oder? Lohnt sich voll mit dem einen. Naja, das wird hinten und vorne nicht wirklich reichen. Aber wir bekommen morgen sicherlich dann noch wieder unsere Erzlieferung. Da ist noch ein bisschen Kupfer dabei. Oh, Entschuldigung. Das reicht erstmal. Hoffe ich. Oh, da ist noch. Was habe ich übersehen? Das ist ja schändlich. So, jetzt aber. Ach, dieser Platz ist unglaublich. Also es ist wirklich so viel. Ja, mal Flotsch. So. Ich wollte ja auch off camera ein bisschen aufräumen, aber wie man sieht, ist das nichts geworden. Tada! So, das wird jetzt 3D gedruckt. Viel bräuchte eigentlich für immer Kupfererz gerade. Ah, jetzt 12 brauchst du für eins. Für ein Barren. Ach, es ist Bronze, ne? Ah, Moment. Was war eigentlich hierfür gedacht? 9 Stück für. Ne, 3 Barren. Ja, es macht 9 Kupfer. Hm. 30, ja, das. Kommt drauf an, das teilt sich das jetzt noch. Da würde ich sagen, dann hauen wir uns mal ingame aufs Ohr. Weil abgeben können wir das heute eh nicht mehr. Was gibt es da Neues? Nicht. Der Postfass, der Postfassen, der Postkasten ist so weit weg, verdammt. So. Dann noch ein Lautsprecher, wenn das geht. Ah ne, falsche Ecke. Da. Ja, geht. Ich gehe mal davon aus, dass uns Higgins einen guten Auftrag wegschnappt.
Weil ich muss das bei Lee abgeben und mir dann einen neuen holen. Das ist nach 8 gerade. Wenn ich jetzt gerade bedenke, dass da ein Doppel-S-Auftrag dran an der Wand hing, dann erklärt das auch, warum er beim letzten Mal so schnell die Punkte hochgezogen hat. Wenn er immer die Dinger abgegriffen hat, weil ich habe das 2-3 Mal verpasst, dann erklärt das von alleine, dass Higgins da so viele Punkte von minus 75 ruckzuck bekommen hat. Oh, Lee rennt hier gerade rum, das ist praktisch. Hey. Hier bitte deine Lautsprecher. So. Hi Tobi. Tobi, ja, da ist das Ding doch schon wieder. Das Higgins. So. Ja, ein S-Auftrag. Was haben wir denn hier noch? 2 Ledergürtel. Da, Hund neuen Ruf. 4 Aluplatten, die brauche ich gerade. 1001. Die habe ich sogar noch irgendwo da, ne? Nicht gerade in der Hosentasche, aber in der Truhe. Wartet mal, was ich jetzt... Ach ne, gucke ich später. Ich wollte wissen, auf welchem Rang wir sind. Da es sich um Angeln geht... Wartet mal. So, ah. Schmeiß mal noch schnell was in die Kisten. Erze. Wo haben wir sie denn? Sorten. Das sind nur Seeds. Ne, das ist Gefresse. Essen. Holz. Kochen und Heilung. Das ist Kochen. Doch, das... Mahöbel, das kommt gleich ins Haus. Das kennen wir schon. Seile und das kommt hier mit rein. Was ist eigentlich? Ach, Glücksbeutel. Da müssen wir nochmal aufmachen. Hoppala. Ja, das kann von mir aus damit rein. Wartet. Ach, die habe ich da. Okay.
ist denn meine... Da. Und die Kiste mit den Möbeln ist hier. Also Möbel in großen Anführungszeichen. Und das ist noch... Essen hatte ich da auch noch irgendwo. Wo ist es denn? Da. So, perfekt. So. Django wollte die Ledergürtel haben. Hi, Polly. Ich habe noch Aufgaben, oder? Forschungszentrum. Ne, nur die eine. Warum werden mir denn zwei angezeigt? Ach so, die Ruine da oben. Hm. Können wir gleich mal hingehen. Django erstmal mit seinem Daily. Ach, da ist er doch. Hello. Hi, grüß dich. Er hat einen Lederverschleiß, ne? Also Ledergürtelverschleiß. Dann jump ich hier nochmal nach. Oh, so, das hat Zeit, da ist. Dann gehen wir mal kurz oben zur Ruine. Zu dem Eventfeld hier. Und dann geht's zum All-Source. Zu Wendy. So, Stuhl quietschen sie nicht. Das ist unhöflich. Fragt sich der geneigte Nutzer, was hier los ist. Tiefste Ruine 1. Aha. Gefährlicher Tauchgang. Achievement. Oh. Okay. Das ist neu. What the? Ich meine, das habe ich beim letzten Mal gelesen, dass wir das hatten, aber... Oh, ich wollte jetzt nicht im Schleimi offen. Ich wollte eigentlich die Kisten aufmachen. Na gut, dass ich die Taschen gerade leer gemacht habe. Ist das so eine Art Endlos-Dungeon? Das sieht nämlich bald so aus. Moin. Huh. Interessant. Eigentlich wollte ich mich gerade um die All-Source-Geschichte kümmern. Herausforderungsmünze. Ah, okay. Und hier kann ich... Mehr Gold und Beute. Aha. Das ist wirklich so eine Art Endlos-Dungeon, wenn ich das richtig sehe.
Welchen Level habt denn ihr? Steht nicht dran, ne? Na, nicht frech werden. Aber der steckt halt relativ wenig ein. Oder alle Gegner hier. Also noch. Okay. Gleiches Muster, so wie es aussieht. Leicht andere Räumlichkeiten. Stimmt, da hatten wir beim letzten Mal, in der letzten Aufnahmerunde, hatte Alo uns einen Brief geschrieben, dass sie das Ding hier freigegeben haben. Ich weiß halt auch nicht, wie weit es mit der Story noch geht. Von daher macht so ein Grinding-Dungeon hier auch tatsächlich Sinn. Zusammenfassung S, okay. Na dann. Sind Ebene 4. Ich würde sagen, wir machen mal bis zur 5. Keine Ahnung. Erstmal. Ich würde ja auch sagen, wir machen bis zur 10 oder so, aber ist fürs LP vielleicht nicht so interessant. Das mit dem All-Source steht auch noch an. Und wirklich so eine Art Endlos-Ding ist. Ich muss mir das mal angucken nach der Aufnahme, wie weit das tatsächlich geht oder gehen kann. Weil wenn das wirklich nicht aufhört, im LP hier ewig und drei Tage runterrennen, ist wie gesagt nicht so interessant. Tod 0, Zeit A, okay. Hätte also schneller gehen können. Weil wenn jetzt nach 5 oder 10 Ebenen halt... Oh, es kommt ein Boss. Das wäre jetzt nämlich der Gedanke gewesen. Mehr Gold als Beute. Mehr Zeug. Ah, geht nur einmal. Und einmal Heilung. Na, dann nehmen wir doch mal. Ach, das hat er direkt benutzt. Aha. Verstehe. Na dann.
Hoffen wir doch mal das Beste. Chemieaussetzer, ja, das, so siehst du schon aus, als hättest du Chemie ausgesetzt, Kollege. Wahrscheinlich kommen alle fünf Ebenen dann halt ein Boss. Würde Sinn machen. Na, mal gucken. Ach ja, links sehe ich auch schon die Buffs, genau. Na komm. Down. Sehr schön. Oh, wartet. Ich muss mal Zeit. Interessant, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man Level 70 oder so werden will, wird das hier wahrscheinlich eine Möglichkeit sein, das zu erreichen. Aber wahrscheinlich, wenn man im großen Stil Zeug produziert, erreicht man das vielleicht sogar besser, als wenn man hier einfach nur so... Naja. 3000 XP noch. Wir gucken erstmal in die Kiste. Und also wie die nächste Ebene aussieht. Aha. Eine so eine Heilung wäre nicht übel. Weiß nicht, wie die XP jetzt ausfallen, das kann ich gerade nicht abschätzen. Ihr Kollegen seid echt anstrengend. So. Bam, S-Rang, sehr schön. Aber gegebenenfalls machen wir einfach nochmal, ich sag mal, ein Level Up zumindest. Kupferspule, sehr gut. Cool wäre natürlich, wenn man jetzt bis Ebene 7, 8, 12, was auch immer spielt. Und dann einfach da weitermachen kann. Das wäre geil. So, wie viel brauche ich denn jetzt noch zum Leveln? Ah. Das könnte also eine Ebene noch, könnte tatsächlich ausreichen. Mal gucken. Kohlefasern, okay. Na dann. Also unter einer Minute ist anscheinend ziemlich gut, würde ich behaupten. Weil das halt immer eine Kammer ist oder so zwei kleine Kammern. Okay. Hm.
Ja, unter Minute ist es. Okay.